Du bist aber süß. Kann ich dich streicheln? Ja, machst du ja schon, ne? Oh, wie süß. Darf ich den streicheln? Welche Rasse ist das? Weiß der? Meine Oma hatte auch mal so einen. Menschen, die euch mit einem Glitzer in den Augen auf euren Hund ansprechen. Eine dieser Situationen, die man als Frauchen oder Herrchen immer wieder erlebt. In diesem Video zeigen wir euch 7 weitere typische Situationen, die nur Hundebesitzer kennen. Wetten, dass euch viele davon bekannt vorkommen? Seid gespannt! Bevor wir loslegen, abonniert noch schnell unseren Kanal. Spannende Hunde-News auf einen Klick. Puff und ab geht's! Bitte lächeln! Tiffy! Tiffy! Guck doch mal! Mal ganz ehrlich, wie viele Bilder habt ihr von eurem Hundeschatz auf eurem Handy? Lasst uns raten. Unfassbar viele. Beim Fressen, Spielen, Schlafen, einfach in jeder Situation. Und von euch selbst? Moment, da war doch... Ah, hier, ja, ein Selfie. Auch mit Tiffy. Hübsch, nicht wahr? Keine Sorge, wir verstehen euch. Eine Tasche voll Glück. Ja. Sag mal, hast du ein Taschentuch für mich? Ja, warte ganz kurz. Kennt ihr das? Egal in welcher Jackentasche ihr greift, ihr findet garantiert kein Taschentuch, sondern unzählige Dinge für euren Hund. In jeder Tasche, jeder Jacke, zu jeder Jahreszeit. Das muss Liebe sein. Vielen Dank. Gerne. Duzi, 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 Duzi. Na, du kleiner Schnuppelpups. Mein kleiner Teddybär. Kaum schauen einen die treuen Hundeaugen an, kommen die süßesten Kosenamen von ganz alleine. Schätzchen, Mäuschen, Stinkerchen und das Schöne, wenigstens Stinkerchen versteht euch. Gebt's ruhig zu, wie nennt ihr eure Fellnase am liebsten? Wir verraten's auch nicht. Körbchen? Sofa. Es gibt mindestens 3 Körbchen in eurer Wohnung. Pro Hund. Dazu diverse Hundedecken in den schönsten Kuschelecken. Und was macht eure liebe Fellnase? Sie legt sich aufs Sofa. Ach, ihr wollt da liegen? Irgendwo am Rand ist bestimmt noch Platz. Wo schläft euer Hund am liebsten? Schreibt es uns in die Kommentare. Der will nur spielen. Nichts ahnend, lauft ihr mit eurem Liebling durch den Park und plötzlich passiert es. Ein 30 Kilo Riese kommt mit wehenden Lefzen auf euch zugerannt. Dahinter irgendwo eine zarte Stimme aus dem Off. Keine Sorge, der will nur spielen. Ihr schließt die Augen, macht euch auf den Aufprall gefasst und... Tatsächlich, der will nur spielen. Puh. Guck mal, wer da ist. Nein, das ist mein Essen. Denkst du? Denn was auf dem Teller liegt, wurde längst von hungrigen Hundeaugen hypnotisiert und verschlungen. Das Schöne daran, mit einem Hund esst ihr garantiert nie allein. Coming home. Euer Fahrrad hatte einen Platten, euer Chef schlechte Laune. Und das Mittagessen war auch noch mies. Und dann kommt ihr nach Hause, öffnet die Tür und euer vierbeiniger Schatz begrüßt euch wie den großartigsten Menschen dieser Welt. Eine Situation, die garantiert nur Hundebesitzer kennen und niemals darauf verzichten würden. Moment mal, da war ja noch was. Erzähl doch mal. Das ist komisch, finde ich, oder? Ja. Oh, warte mal, was riecht denn hier so? Habt ihr gepupt? Ach, das war der Hund. Na, Etta? Garantiert fallen euch noch mehr typische Situationen ein. Und nicht vergessen, wenn ihr rund um den Hund informiert bleiben möchtet, abonniert unseren Kanal. Wir wünschen euch viele weitere tolle Momente mit eurem Liebling und sagen Wuff und bis bald.